Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und wie ihr bestimmt schon wisst, bin ich immer auf der Suche nach neuen Beautyboxen und am besten auch welche, für die man kein Abo abschließen muss, damit sie eben perfekt geeignet sind zum Verschenken oder zum einmalig an sich selbst schenken zum Beispiel. Wenn ihr wissen möchtet, was ich diesmal gefunden habe, bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Diesmal habe ich eine Beautybox auf der Seite parfüm.de gefunden. Es ist eine Box speziell für Damen und ich habe 19,99 Euro dafür bezahlt. In der Beschreibung wird geschrieben, entdecke mit der parfüm.de Beautybox eine Mischung aus Produkten in Originalgröße und auch Proben zum Kennenlernen. Wir legen viel Wert auf die Auswahl der Produkte. Unser Ziel ist es, dich mit jeder Beautybox zu überraschen. Also, 20 Euro sind angesetzt. Mal schauen, was sie da so reingepackt haben in die Box und wie am Ende der Gesamtwert ausfallen wird. Die Box kam jetzt einmal hier so bei mir an, ziemlich unscheinbar und weiß von außen. Ich hatte sie schon aufgeschnitten, weil ich in Erwartung war, dass in der Box eine Box ist, aber das ist nicht so. Deswegen hier erstmal der Blick und den machen wir jetzt einmal auf. Und dann seht ihr auch gleich, was ich meine. Denn wir haben hier direkt Blick auf Seidenpapier, weißes Seidenpapier und dann ist hier von parfüm.de ein Aufkleber drauf und den machen wir jetzt einmal auf. Oh, eine Tasche sehe ich da. Ja, also die Beautybox ist eine Tasche und die schauen wir uns jetzt an. Mit einer Tasche habe ich jetzt so gar nicht gerechnet, aber wir haben hier einmal diese schöne große Samttasche in einem schönen Wein-Burgunderrot. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht in der Kamera. Mit dem Licht ist es ja manchmal etwas schwierig, aber ja, irgendwie ganz cool. Sie ist relativ schwer, es klappert hier auch ein bisschen und ich mache sie auf. Sie hat einen Druckknopf und Jimmy Choo Parfüm steht noch hier vorne drauf auf dem Label. Okay, hier ist sogar eine richtige Kette drin, also eine richtige Handtasche. Und dann sieht man hier auch schon ein paar Produkte, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Und das allererste Produkt ist einmal diese rosane Tube von His Number One, ein Woman Shower Gel mit 200 Millilitern. Man hat da ein Stück Jeansstoff abgebildet und so ein paar ja, Edelsteinchen, Kristallsteinchen. Sieht irgendwie ganz niedlich aus. Ich werde da mal dran schnuppern. Ja, es riecht ganz typisch nach diesem Eau de Toilette ist es, glaube ich, oder Parfüm. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es ist dieser ganz typische Geruch nach dem His Number One. Ja, ein schöner Duft. So ein bisschen herb, frisch, ein bisschen blumig. Ein schöner Duft, den werde ich gern verwenden. Und ich finde es richtig cool, denn wir haben hier tatsächlich noch das passende Eau de Toilette dazu in der Tasche. Ich wollte gerade schon Box sagen. Also jetzt wissen wir auch, es ist ein Eau de Toilette, was ich meinte, kein Parfüm. Und zwar das His Number One mit 50 Millilitern. Das Packaging finde ich irgendwie ganz, ganz nett mit der Freiheitsstatue da drauf. Das gefällt mir. Ich hole den Flakon hier mal raus. Den schauen wir uns gerne an. Ich hatte das vorher, glaube ich, schon mal gehabt. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Ja, er ist rechteckig und hat diesen Ombre-Look. Er ist oben so dunkelrosa und unten wird es zartrosa. Und der wird genauso riechen, oder das Eau de Toilette wird genauso riechen wie das Duschgel. Ja. Es ist für mich in jedem Fall ein Sommerduft, wobei das riecht jetzt hier etwas schwerer als wie beim Duschgel. Also vielleicht auch perfekt für Frühjahr oder Herbst geeignet. Es hat eine herbe Note mit drin, aber nicht zu männlich oder so. Also mir gefällt es ganz gut. Das ist eine schöne Ergänzung in meiner Parfümsammlung. Als nächstes habe ich aus der Tasche einmal dieses Produkt hier gegriffen von der Marke Hair Doctor. Ein Magic Mousse Shampoo mit Inca Inchi Oil. Sehr schön.
dieses Inca-Inchi-Oil soll wirklich sehr gut und pflegend sein, sehr gut für die Haare sein. Es ist ein Multi-Wirkstoffkomplex für Volumen und Glanz drin und in diesem Produkt haben wir 50 Milliliter. Da wird man das, denke ich, schon gut testen können. Es reinigt, pflegt und schützt jeden Haartypen. Der hochwertige Multi-Wirkstoffkomplex aus Inca-Inchi-Oil mit reichen Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren, Seidenproteinen und Panthenol entfaltet sich in einer innovativen Forming-Technologie. Dieser verleiht dem Haar Volumen, Vitalität und gesunden Glanz, unterstützt Prophylaxe, Regeneration und Haaraufbau und sorgt für perfekte Kämmbarkeit ohne zu beschweren, frei von Paraben und Silikon. Das klingt alles sehr gut, ich werde es gerne testen. Das nächste Produkt kenne ich und ich finde es nicht schlecht, zumal es auch von einer wirklich tollen Marke kommt, nämlich von Clinique. Da haben wir einmal hier diese Reisegröße einer Mascara drin. Es ist die High Impact Mascara in der Farbe 01 Black und 3,5 Milliliter sind hier drin. Diese Mascara ist für mich perfekt für den Alltag. Sie macht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Sie hat ein ganz normales Bürstchen, das mir sehr gut gefällt von der Form. Und sie stinkt auch nicht. Also sie hat kaum einen Geruch. Ich finde diese Mascara wirklich gut. Und jetzt haben wir noch ein Produkt vor uns. Und das ist ein Pinsel. Hier haben einmal hier diesen kleinen Mini-Pinsel von Lancôme ist das. Lancôme Nummer 2, das ist so ein ganz kleiner, süßer Pinsel, mit dem kann man sich theoretisch Foundation auftragen. Ich nutze diese Pinselform am liebsten für meine Cremenmasken. Dafür ist sowas echt perfekt. Und ja, die Größe, die würde ich mir jetzt in meine Reisetasche packen für unterwegs. Und mein Katerchen hat hier gerade die Kiste neben mir entdeckt mit dem Seidenpapier. Und wenn es jetzt ein bisschen raschelt. Ihr seht seine Schwanzspitze, glaube ich, im Bild. Ja, also der Pinsel ist eine ganz süße Geschichte und von der Größe wirklich perfekt für die Reise. Von daher freue ich mich sehr drüber. Ja, wir haben jetzt noch quasi als letztes Stück die Tasche. Sie hat hier so eine Kette drin, die ist hier nochmal zusammengemacht. In Weinrot habe ich keine Tasche, von daher passt das ganz gut in meine Sammlung. Sie ist jetzt nicht wirklich formstabil, also sie gibt hier überall so ein bisschen nach. Aber ich glaube, so für einen schönen Ausgehabend oder so, wenn man da ein passendes Outfit hat, ein schönes Kleid hat, da kann man die doch bestimmt sehr gut hernehmen. Also von daher auch keine schlechte Sache. Insgesamt möchte ich euch jetzt noch natürlich ein Fazit zu den Produkten geben. Ich werde euch jetzt hier einmal den Gesamtwert einblenden. Mal schauen, wie hoch der ausfallen wird. Da bin ich sehr neugierig, zumal ich weiß, dass jetzt zum Beispiel gerade Hiss nicht so preisintensiv ist, wie jetzt im Vergleich zum Beispiel zu ja, Clinique oder Lancôme. Ich habe auch keine Ahnung, ob es den hier so regulär zu kaufen gibt. Mal schauen, ob ich da überhaupt einen Preis zu rausfinden werde. Insgesamt muss ich sagen, ist das hier wirklich eine schöne Geschichte, die man durchaus gut verschenken kann oder sich selbst gönnen kann. Ein Duschgel ist immer so, naja, okay, dann entweder man freut sich drüber oder eben auch nicht, weil Duschgele kommen doch sehr häufig in Beautyboxen vor. Dadurch, dass hier aber das passende Eau de Toilette mit dabei ist, finde ich das wiederum schon mal ziemlich gut und dadurch wiegt sich das so ein bisschen auf und darum freue ich mich sehr darüber. Also das ist auch so ein kleines Highlight für mich. Auch das hier finde ich sehr toll und schön mit den Inhaltsstoffen, mit diesem Inca-Inchi-Oil, also auch eine schöne Geschichte. Bei der Mascara ist es so, die hatte ich auch schon öfter in Boxen. Gerade auch in dieser Reisegröße. Ich muss sagen, ich mag diese Reisegrößen, aber man hätte vielleicht auch mal eine Full-Size-Größe reinpacken können. Ich weiß es nicht. Ist okay für mich. Über den Pinsel freue ich mich sehr, denn so einen kleinen für Masken und so, da kann ich den wirklich gut mit in Urlaub mitnehmen. Also das ist eine tolle Geschichte. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Box. Es ist jetzt nicht so, dass sie mich mega vom Hocker haut, aber ich bin noch nicht enttäuscht oder so. Es ist wirklich eine schöne Box und ich würde mich persönlich darüber freuen, wenn ich sowas geschenkt bekomme. Also von daher alles im grünen Bereich.
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Box findet, was ihr dazu sagt. Mich würde das sehr interessieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video, mit dieser Box wieder eine Inspiration geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Und hier blende ich euch mal noch zwei weitere Videovorschläge ein. Vielleicht habt ihr ja Lust, da jetzt noch reinzuklicken. Ich darf mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken, wünsche euch alles Liebe und bis bald. Alles Liebe, eure Nicole. Ich wiederhole mich gerade. Egal, tschüss.